Also alle Weibchen verkaufen wir direkt, oder wie? Weiß ich Also nicht. vielleicht gab es auch keine Menschen zu kaufen, darum geht's ja. Obwohl, eigentlich müssten wir ja schon Weibchen haben, sonst würden sie sich ja nicht fortbewegen. Das Finden weiß sich ja mehr. keiner. Alle mit der Kettensäge, ey, stirb! Mal die Weide von oben angucken, sieht interessant aus. Ja, halt irgendwie so eine Schweinefarm. Wahrscheinlich müssten Das ist wir. auch 20 Stück. Weißt du, was wir bräuchten? Jetzt kommt zuerst. Wir sind ja so dumm, mit was wir Geld machen könnten. Mit so platzierbaren Windmühlen oder sowas. Bringt das wirklich was? Ja, die bringen uns ja stündlich Einnahmen. Okay, das sind halt ein bisschen teurer. Solar, was bringt Solar? Bringt 150 pro Stunde. Sind mal hier irgendwas Tiere. Wir sehen jetzt hier Tiere. Schweinebestand 20. Produktivität 0%. Reproduktionsrate. Nächstes Tier innen. Gibt es noch nicht. Güllegrube, Misthaufen. Und dann gibt es Sauberkeit. 100%. Wasser haben sie nicht. Strom haben sie nicht. Was Wasser brauchen ja? Strom? Was Strom? Ja, ich weiß nicht, was er anzeigt. Also, wenn du ja mal reingehst, Wo? Tiere brauchen immer Wasser. Sie benötigen auch einen sauberen Fütterungsbereich und manche etwas Stroh. Das Futtergemisch setzt sich zusammen aus Basisfutter, Getreide, Protein, Wurzelfrüchte. Also im Tierreiter unter Escape. Also eigentlich sind Schweine schon kompliziert. Aber die brauchen erstmal Wasser. Ja, und was, du bist jetzt unter Tiere und dann unter Schweine, oder was? Ja, du hast ja oben den Tiere-Reiter. Ja. Also im Escape-Menü. Und da hast du ja Schweine als Tiere, so. Tabelle. Schweine. Da ist eine Produktivität null. Oh, ich komme noch Und ganz was. unten steht's ja. Erstmal brauchen sie Wasser. Dann wollen sie halt noch irgendwie die ganze andere Kacke haben. Okay. Basisfutter. Das heißt, wir brauchen noch Körnermais, Gerste, Sonnenblumen und Sojabohnen. Das heißt, die Sonnenblumen dann hätten wir gebraucht. Ja, zumindest ein bisschen. Also wichtig, ihr seid Körnermais. Wurzelfrüchte, naja, das ist vielleicht auch noch nicht schlecht, aber Ja, Körnermais wichtig haben ist wir ja noch im erstmal Lager. Wasser, weil sonst machen sie gar nichts. Genau, und Körnermais haben wir noch im Lager sogar. Das heißt, Wasser brauchen wir im Wassertank. Das kommt wahrscheinlich dann nach vorne mit zum Gülle-Dings. Was irgendwo. Und da ist der Güllefisch, dann steht da noch. Genau, ja. Wasser. Oder du musst es irgendwo reinfahren. Da drüben, da drüben. Andere Seite, das Wasserbecken. Okay. Was? Genau, da drüben, ja. Ganz hinten. Okay. Das heißt, wir brauchen Wasserfass. Das Ja. kriegen wir jetzt wahrscheinlich unter Tiere. Aqua, irgendwas mit diesen Flüssigkeit transportieren, okay. Kaufe ich dir. Kannst dann Flüssigkeit holen und ich gehe Körnermais holen. Ja, wir fahren zurück. Das lagern wir dann erstmal ein. Wir können ja über den Wald fahren. Der Wald ist ja hinten dran. Genau, und ich gehe Bewegt noch. sich noch? Ja. Körnermais haben wir noch, hast du gesagt, gell? Müssten. Nee, Müssen. Mais haben wir nicht. Mais haben wir noch nie eingelagert. So, was haben wir denn eingelagert? Wo sieht man das? Escape und dann Da. irgendwo. Ne, Mais haben wir nicht. Ja, wir können schon mal. Sonnenblumen brauchen sie auch, oder? Raps auf alle Ja. Fälle. Raps, Sonnenblumen sind ja genau. Dann können wir mal Raps und Sonnenblumen. Da kommen wir, Junge. Ja, kannst du ja eins. Also nehmen wir Raps, weil Raps haben wir ja auch. Ja. Also du hast ja auch einen Hänger, gut, passt. Dann stelle ich jetzt meinen Hänger erstmal bei Feld 14 mit hin. Der Helfer ist eh gleich am Ende, der Helfer ist am Ende, der fährt, der wirklich so dumm, der fährt, der macht unser Feld kaputt.
Warum? Weil er einfach durchs Feld fährt, was noch nicht fertig ist. Der gute Junge. Befüllen tun wir in diesem roten Haus, oder? Ja. Also, bei nicht dem roten Haus. Roten Haus ist für Heuablage. Befüllen tust du bei den Silos. Achso, da hinten, ja, passt schon, ja, stimmt. Habe nicht gesehen, dass da hinten auch noch eine Dings ist. Gut, so. Noch Heustroh. Bier brauchen. Wo sieht man, was man hier laden will? Dem das ausfällt. Also du musst einen Knopf drücken. Ich weiß gerade nicht welchen. Also muss mal anzeigen lassen. Abkippe-Seite, Gerät wechseln. Vielleicht Gerät wechseln. Also du hast mir das Ding gekauft. Also jetzt am Shop. Wahrscheinlich ja. So, ich kann jetzt Befüllung starten. Ja. Okay. Achso, ja. Ich muss erst Befüllung starten und dann kann ich auswählen, okay. Hast du das noch nie gemacht? Nee. Okay. So, es reicht schon, ich brauche ja nicht voll sein. Nee, den nehme ich sehr wenig. Hauptsächlich war da mit dem großen Hänger hin, ey. Ich hab vorhin ja, hat ja 8000 mit und die haben auch nur 3000, glaube ich, sogar. Ich hab grad 16.000 mit. So, nur gucken, wo ich nehmen muss. Da. Das ja, heißt, du fährst außen lang, du fährst durch den Wald oder du machst sonst was. Na, ich fahr außen schön lang. Ich glaub schneller als will. Auf der B95. Ja, durch den Wald geht's schon schnell. Ja, aber nicht, wenn ich schon auf der Autobahnstraße bin. Bis ich wieder ganz drüben bin. Ah, wobei. Abkürzung durch übers Feld. Ja, ich meine, du hast ja rechts sonst die Ecke. Mut zur Lücke. Na komm, Junge, du schaffst es. Der Schlepper ist eigentlich gerade lang. Der Schlepper ist echt schon ein bisschen zu schwach, der Schlepper, ey. Na komm, mit Schwung, komm, bitte, 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 bleib ja nicht stehen. 5 km/h, komm, komm, du schaffst es, Junge, du schaffst es. Also Reihradern. Alles. 5 km/h, 6 km/h, ja, er beschleunigt wieder. 6 km/h. Oh. Ich werde da so leise den Berg hoch. Vor allem habe ich nur 16 Tonnen drauf, anstatt 40. Oder würde reinpassen. Das ist so ganz langsam. Du gehst eher den Berg hoch. Früher, wo ich das Sojabohnen-Abladen gegangen bin, bin ich auch gesteckt. Also vollen Hänger schafft er nicht über den Berg. Das kann ich okay. dir sagen. Das kannst du sagen. Kannst du lügen? Kannst du zwischendurch mal abladen irgendwo. Ja, kannst du ja machen. Das ist ja auch noch ein Feature. Du kannst überall abladen und das ohne Mod. Oh, früher hat man Mod gebraucht. Ja, wieder Diebstahl. Ja, was könnte man noch so wunderschönes sehen? Heute ist ein wunderschöner Tag, es ist schon wieder finster, heute ist Lichtmess. Damit wisst ihr eigentlich, welcher Tag heute ist. Heute wird die Weihnachtsbeleuchtung abgebaut. Ja, ausgeschaltet. In 3 Minuten wird sie ausgeschaltet. Warum? Zumindest entzündet, weil heute Lichtmess ist. Ah, okay. Und da wird halt... halt Ende. Es bleibt bis zum 2. Februar halt stehen. Und jetzt hören es. Es ist halt richtig so, dass da 18 Uhr halt dann alle Leute, also sehr viele, halt die Lichter ausmachen. Okay. So, gut, sie haben schon mal. Jetzt bräuchte man Kartoffeln oder Zuckerrüben, das haben wir nicht. Die Frage Wasser gibt es ja bei uns zu Hause. Da am Brunnen. Ja, glaube ich. Die Frage ist halt, ob die wirklich alles brauchen oder ob sie mit ein bisschen was zufrieden sind. Ja, die brauchen nicht alles, denke ich. Ich hoffe, sonst haben wir ein Problem.
Aber Wasser steht ja da, dass das brauchen. Das ist Braucht sonst gar nichts immer mehr. Wasser, genau. Und das andere wird einfach nur die Produktivität erhöhen. Genau. Aber Basisfutter wäre halt wahrscheinlich schon nicht schlecht. Kannst du das da einfach mit reinfügen, reinkippen in den Futtertrog? Ja. Okay. Das Körnermais. Haben wir nicht vielleicht irgendwo so ein Mod, wo wir da irgendwie bestellen können, Körnermais oder sowas? Könntest du einfach Mais anpflanzen? Feld Ballen. 12. Ballen können wir kaufen, das geht. Also Heu. Also können wir Heu können wir kaufen. Das können wir dann. Ich glaube, ja, Dings. Silage? Das können wir dann Bär diesen. Nee, das ist auch blöd. Warum ist ein komischer Häcksler da? Ja, wir können ja da mal mit einem Gruber. Oder haben wir Direktzeit? Direktzeit haben wir ja A. Genau. Was haben wir? Direktzeit. Ja. Da haben wir ja, ja, das müssen wir halt mal Mais abbauen. Und halt richtig fällen. Bis jetzt Genau. haben wir es ja immer gehäckselt. Da brauchen wir ein Maisgebiss noch. Ne, wir brauchen kein Maisgebiss. Ja, ich könnte mal weiter die von Hexer nehmen, gell? Nee, aber wir müssen doch nicht häckseln. Ja, für Mais ernten brauchst du auch ein Maisgebiss. Was gleich ausschaut wie das von Häcksler. Nur das Gebiss Okay. vorne, nur der Vorderteil. Müssen mal gucken, ob das vielleicht klappt von Häcksler. Ja, müssen wir halt erstmal Mais ansehen. Schweinefutterstation. Mischfutterstation, Schweinefutterstation. Aha. Kann man wohl direkt irgendwo hin platzieren. Ja, ist ein platzierbarer Mod. Dass man dann quasi am Hof mischt und dann das Fertige intransportiert, oder wie? Wahrscheinlich, ja. Gehört mal davon aus. Was haben wir unter Diverses? Ein Also ich Flugzeugträger. würde ja dann eine Reihe von Fließbändern hier durch den ganzen Wald. Du schau lieber, dass du Wasser hier hochkriegst. Bin ja schon im Wald. Mit meinen 7000 Lilan. Mal gucken können, da kommt da, ob die überhaupt was machen, die Jungs da. Und da müssen wir eben Stroh nochmal. Was war das? Achso, reparieren Der jetzt. Stroh brauchen sie ja nicht. Ja, aber wird die Produktion wahrscheinlich erhöhen. Mal Wasser rein Auskippen hier. heißt das vereint. Das ist geil daran. Blub, 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 blub. Wasser. So, Wasser, Hammer. Weizenhammer, Rapshammer. Jetzt müssen wir natürlich mal schneller schalten, um zu sehen, ob sie was machen, gell? Mehr eh erstmal so hier stehen. Wer Ja, misst? Produktivität 40%. Immer schon. Ja, 40%, okay. Nächstes Tier in 17 Stunden. Es ist halt. Ihm fehlt halt das Basisfutter. Lassen wir unbedingt schauen, nach 16 Stunden, ja, dass wir es zusammenkriegen. Was brauchen Schafe? Das Schafe brauchen ja Futtergemisch setzt nur sich Heu zusammen oder aus. Gras. Das wäre ja kein Problem. Die Frage ist, wenn wir jetzt Heuballen kaufen, können wir die Heuballen auch verwenden oder muss das Heu gehäckselt sein? Muss wahrscheinlich richtig sein, oder? Ja, okay, wir brauchen so einen Häcksler sowieso, weil bei den Schweinen mit Strom müssen wir auch reinhäckseln wahrscheinlich. Wahrscheinlich brauchen wir auch wegen der Sauberkeit Stroh, oder? Die geht ja jetzt runter. Genau, das müssen wir wahrscheinlich mit dem Häcksler reinhäckseln. Das heißt, wir brauchen unbedingt einen Häcksler, so einen Strohhäcksler-Dingsbums-Gedönse. Das ist ja da. Der Kuhn irgendwas Gedönse. Einstreuen und den könnten wir uns aber kaufen. Beide andere, das Silo King, nee, das Blödsinn. Das ist das da hinten, 19.000. Was Die macht der? fressen halt das Wasser. Das ist klar, ja.